Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Brüller auf dem Couch. Wir haben unsere Couch wieder aus dem Dschungel geschleppt, um für euch eine neue Folge aufzunehmen. Neben mir auf der Couch aus dem südlichen Großstadtdschungel Karina. Hallo, und der Knut ist auch da. Genauso wie der Connor. Aloha. Und Markus ist auch noch da. Und der Spritti auch. Ja, und wir reden gar nicht groß rum, sondern legen direkt mal los, und zwar mit dem Feedback zur letzten Folge. Erstmal vielen Dank dafür, dass wir überhaupt Feedback bekommen haben. Das ist hauptsächlich bei uns auf dem Blog angekommen. Ihr könnt uns natürlich aber auch auf unserer Facebook-Seite oder bei Twitter oder per Audiobook Kommentare zukommen lassen, Fragen zukommen lassen, Anmerkungen, Vorschläge. Ihr könnt uns jetzt auch flattern. Da haben wir auf dem Blog auch so einen Button eingerichtet. Und es gibt, wenn wir über irgendwas Passendes reden, auch Partnerlinks zu Amazon. Das Ganze wird erstmal höchstens dazu dienen, die Serverkosten zu decken. Und wenn dann noch ein bisschen mehr zusammenkommt, werden wir dann unseren eigenen Urwald kaufen. Ich fange mal an, was es so an Feedback gab. Wir haben ja eigentlich im Blog schon drauf geantwortet, aber ich bin auch einer, der nicht immer den Blog zur Sendung liest, und dann bekommt ihr, wenn ihr das nur hört, vielleicht auch ein bisschen was mit. Und zwar Matthias von den Collaborative Rockers hat als erster kommentiert und unter anderem die Tonqualität angesprochen. Wir nehmen natürlich ziemlich amateurhaft auf, haben das jetzt aber versucht zu verbessern. Und zwar haben sich ein, zwei Leute neue Headsets zugelegt. Knut zum Beispiel, ja. Markus ist jetzt noch so ein bisschen der schwarze Affe. Was? Ja, ist schon bestellt. Der Pavian-Arsch. So, und Knut kann gleich mal sagen, welches er hat. Das ist ja, scheint ja ganz gut zu sein. Bist du zufrieden? Oha, jetzt muss ich das erst wieder raussuchen. Aber zufrieden bin ich bisher auf jeden Fall damit. Ich werde dann einfach den Link zum Headset in die Shownotes schreiben, weil das könnte Kannst ein die wenig Marke ja dauern, schon dass ich mal da sagen. raussuche. Genau, das könnte man machen. Ich habe mir auf jeden Fall das Beyerdynamic MMX, das günstigste Headset von denen, zugelegt, was immer noch etwas teurer ist als andere. Aber Beyerdynamic haben ja auch einen ziemlich guten Ruf. Das erstmal dazu. Dann gab es einen Kommentar von Michael unter anderem zum Zeitindex, also dass wir nebendran schreiben, bei welchem Thema von wann bis wann es ging. Was wir eigentlich auch vorhatten, ich habe es ehrlich gesagt nur vergessen zu machen bei der ersten Folge. Und ich werde mich jetzt sehr bemühen, das bei der zweiten Folge zu machen. Falls da mal was Uninteressanteres ist, kenne ich ja auch von anderen Podcasts selbst, ist das dann schon eine Erleichterung, um das Ganze zu überspringen. Und noch ein Michael hat was kommentiert. Michael von KR Digital. Oder KR Digital ist der Nick. Du wirst wissen, dass du gemeint bist. Der hat unter anderem die Länge angesprochen, weil wir in der ersten Folge ja doch auf ungefähr 100 Minuten gekommen sind. Das war so nicht geplant. Also wir haben so angepeilt 60 Minuten in der Regel. Plus, minus, je nachdem, was für Themen wir haben, wie es läuft. Länge ist, glaube ich, auch so ein Thema, da kann man es eh niemand recht machen. Ich persönlich mag gerne längere Podcasts. Andere freuen sich vielleicht, wenn es nur 20 Minuten geht. Wir haben für uns intern mal so die Vorgabe, ungefähr 60 Minuten zu machen. Die erste ist halt ein bisschen länger geworden. Mal gucken, wie lang es heute wird. Bevor es jetzt auch zu lang wird, machen wir gleich auch eigentlich mit dem nächsten Thema weiter. Es gab nämlich auch noch einige Kommentare zu Google Plus, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben. Und ja, unser erstes Thema wäre dann jetzt eigentlich, dass Facebook mittlerweile die neuen Funktionen von Google Plus kommentiert. Da ist in den letzten Tagen einiges passiert. Vielleicht kann Connor dann erstmal was dazu erzählen. Ja, genau. Und zwar kopiert Facebook Google Plus insofern, dass es jetzt zum Beispiel auch möglich ist, Leuten und den Updates von Leuten zu folgen, ohne mit denen befreundet zu sein. Das nennt sich Abonnements. Ja, funktioniert im Prinzip wie das Verfolgen auf Twitter oder eben das in Kreise einsortieren bei Google Plus. Ja, im Prinzip ist das höchstwahrscheinlich eine Antwort von Facebook darauf, dass eben viele Leute moniert haben, ja, man muss sich ja immer befreunden und so weiter, und der Freundesbegriff wird dadurch zu sehr, ja, verwaschen. Als hätten sie unseren Podcast gehört. Genau, sie haben uns zugehört und gleich die Sachen ausgebessert. Nee, auf jeden Fall an sich eine gute Sache. Man muss nur allerdings vorher gestatten,
natürlich, dass Leute einen abonnieren dürfen. Also das muss man in den Einstellungen festlegen, da muss man irgendwo ein Häkchen setzen. Dann kann man sagen, also zulassen, dass andere Leute eben einen selbst abonnieren. Vorher geht das eben nicht. Und da das grundsätzlich erstmal auf ausgeschaltet ist, kann man noch nicht so vielen jetzt irgendwie weiter folgen da. Aber das wird sicherlich irgendwie ein bisschen sich ausweiten. So ein paar Internetmenschen, die da etwas bekannter sind, denen kann man schon folgen. Mir kann man auch folgen, wenn man möchte. Und ja, das ist eigentlich an sich eine ganz gute Sache, finde ich. Die haben auch, glaube ich, diese neueste Meldung und Hauptmeldung jetzt zusammen vermixt, ne? Da ist jetzt alles auf einer Wall, zumindest bei mir. Weiß nicht, ob man das noch umstellen kann. Ja, das an dem ganzen Stream und so weiter wird sowieso ein bisschen gedreht zurzeit. Da ist gerade irgendwie ganz viel im Umbau. Bei mir ist das allerdings noch nicht angekommen, deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Also bei mir ist das schon angekommen, irgendwie heute Mittag oder so wurde das bei mir umgestellt. Und das sieht dann bei mir so aus, dass wo sonst bisher auch relativ neu die Kontakte rechts stehen, wo man dann auch direkt chatten kann, darüber noch so Statusmeldungen stehen, so wie der und der hat ihren eigenen Status kommentiert und sowas. Ja, so ein News-Ticker, ne? Ja, genau. Und ehrlich gesagt ist das für mich, ich fand Facebook an sich, ja, also extrem unübersichtlich auch nicht, aber schon ziemlich überladen. Und jetzt habe ich noch so eine vierte Spalte, wo ich immer drauf gucken muss. Und ich finde, das ist jetzt schon ziemlich viel Information auf einmal. So. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Weil ich glaube, diese Sachen, die man eh kaum liest, zum Beispiel XYZ gefällt Blablas Beitrag oder sowas, das ist jetzt alles nach rechts gerückt. Und das finde ich schon ziemlich eine Verbesserung. Nutzt ihr das Facebook noch auf Deutsch? Weil ja. Ich habe vorhin gehört, dass es in der deutschen Version noch nicht angekommen ist. Deswegen, ein Kollege konnte es bei uns auch noch nicht sehen, während die anderen, die es auf Englisch nutzen, das Ganze schon haben. Also bei mir ist es jetzt auf Deutsch auch. Ja, bei mir auch. Ich habe manchen gelesen, die es schon hatten, aber loswerden wollten, dass sie das auf, dass sie ihre Location auf UK stellen sollen, dass es dann nicht mehr ist. Das fand ich komisch jetzt. Also es scheint irgendwie noch nicht überall angekommen zu sein. Ich bin jedenfalls mal gespannt drauf, kann mir aber jetzt schon vorstellen, dass ganz viele sich wieder darüber beschweren werden, dass da immer so viel dran rumgeändert wird, wie es eigentlich immer so ist. Wobei man irgendwie eigentlich denkt, diese ganzen netzaffinen Menschen, ja, die können sich vielleicht schnell irgendwie mit sowas abfinden und sich besser orientieren, die brüllen irgendwie immer am lautesten, weil sie dann doch die Gewohnheitstiere sind. Ja. Ganz lustig eigentlich. Naja, mal gucken, wie das so wird. Also an sich, dass Facebook einige Sachen von Google Plus kopiert, finde ich schon mal lobenswert, dass sie das auch annehmen, dass es da irgendwie Kritik gibt und ja. War ja wahrscheinlich auch irgendwie logisch, damit sie Google erst gar nicht so groß werden lassen, sondern direkt mal die guten Funktionen irgendwie übernehmen. Ja, die sind jetzt auf dem Vormarsch. Ich hatte es irgendwie vor ein paar Tagen auch, zumindest hat sich da mein Hauptstream geändert, aber seit 1-2 Tagen ist er wieder so, wie er vorher war. Ich kriege jetzt nur rechts Leute angezeigt, deren Aktualisierungen ich abonnieren kann, aber den will ich gar nicht. Die will ich alle nicht. Habt ihr das schon mal ausprobiert mit dem Abonnieren? Also ich hab noch gar keinen abonniert. Steht das dann auch einfach bei den neuesten Meldungen oder wird das irgendwo separat angezeigt? Also gemacht habe ich es noch nicht, aber ich glaube, das wird einfach mit in dem normalen Stream mit angezeigt. Okay. Also mir ist das eigentlich ein bisschen zu viel. Also ich habe kein Problem damit, dass sie das machen. Aber ich mag es irgendwie minimalistischer. Und Facebook hat ja in letzter Zeit echt viel verändert. Also immer nur so Kleinigkeiten, aber eigentlich irgendwie ständig. Da sind dann die Listen dazugekommen, dann haben sie das Status aktualisieren dann noch abgeändert mit dem Ort und so weiter. Ja. Aber ich bin manchmal ein bisschen unsicher, was das dann bewirkt so. Also da muss ich mir dann erst wieder Google-Suche anschmeißen und alles gucken im Vergleich zu Google Plus. Jetzt zum Beispiel die Listen. Bin ich mir jetzt noch nicht mal sicher, wenn ich da jetzt jemanden hinzufüge in, was weiß ich, Podcast-Affen, sieht er dann, in welche Liste ich hinzugefügt habe oder nicht? Also mich hat jemand gefragt, ob ich auch mit ihm zur Schule gegangen bin und das musste ich dann bestätigen.
Und daraufhin ist dann hier so eine Liste von meiner Schule entstanden, wo irgendwie jetzt lauter Leute drin sind aus meiner Freundesliste, die auch auf die Schule gegangen sind. So. Naja, du kriegst halt, wenn du jemanden zu den intelligenten Listen hinzufügst, allerdings nur bei Arbeitsstellen und bei Schulen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es mit der Area-Liste auch geht, also mit der Wohnortliste, aber zumindest bei den beiden Arten von Listen geht es, dass derjenige dann einfach vorgeschlagen kriegt, das Gleiche hinzuzufügen, was du schon hinzugefügt kriegst oder hinzugefügt hast. Das ist halt ein Feature, wo ich persönlich sehe, dass es ein klein wenig spammy werden könnte, wenn es dann alle haben und es überall ausgerollt ist, weil jeder schreibt seine Schule irgendwie anders. Ich sehe es bei mir jetzt, ich habe die Schule inzwischen in 3 verschiedenen Versionen angeboten gekriegt. Welche jetzt die wirklich richtige Version ist, weiß man nicht. Einige haben die Schule in 2 Versionen im Profil stehen. Also die sind dann einmal zur KGS-Liste gegangen, einmal zur kooperativen Gesamtschule-Liste, so wie ich es drin stehen habe. Und das ist irgendwie noch so ein klein wenig unübersichtlich. Ja, das stimmt. Findet ihr denn die Einführung von den Listen gut oder schlecht? Weil ich bin eigentlich eher so, dass ich es überhaupt nicht nutze und nur für Leute, die meine Sachen lesen können und dürfen und für Leute, die es nicht lesen sollen, und dafür habe ich eine Liste. Also ich fand es jetzt dahingehend ganz gut, dass ich halt in meinem Facebook-Profil auch noch, ich glaube, so habt ihr das nicht eingerichtet, noch ein paar Leute habe, die ich jetzt auch nicht persönlich kenne. Und dann, dass ich dann halt meine echten Kontakte, die ich auch häufiger im Real Life, wie man so schön sagt, sehe, in die Liste enge Freunde gepackt habe und dann da vielleicht schneller einen Zugriff drauf habe. Mhm. Naja, die Liste enge Freunde hat ja noch den netten Nebeneffekt, dass du alle, also du kannst Notifications für alles, was sie tun, kriegen. Du kannst die Notifications sogar per E-Mail kriegen. Das persönlich finde ich jetzt schon wieder sehr überflüssig, weil die Notifications alleine bei den 3 Leuten, die ich drin habe, schon richtig voll gespammt werden. Ja. Ich habe von dir, Knut, heute auch irgendwie noch so einen Rant auf Facebook gelesen, wo es irgendwie darum ging, dass du dich beschwert hast, was dir als Hauptmeldung oder als nicht mehr chronologisch irgendwas angezeigt wurde. Das konnte ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Hängt das auch irgendwie mit den neuen Funktionen zusammen? Das ist das Update, was jetzt direkt heute ausgerollt wird. Da hast du in einem Post, gibt es links oben so eine blaue Ecke. Damit kannst du einen Post als Top Story, oder ich weiß nicht, wie es in der deutschen Version heißt, aber damit kannst du es halt markieren. Und die Top Stories werden irgendwie auch automatisch ermittelt. Wenn du längere Zeit, also zum Beispiel über Nacht, nicht online warst, werden dir die Top-Stories über den Recent-Stories, also über dem aktuellen Stream, angezeigt. Und somit zum Beispiel, ich habe den Verdacht, dass dass Posts, die viel kommentiert werden, automatisch zu einer Top-Story werden, dass du die dann oben siehst. Aber ich persönlich lese nach, was ich verpasst habe, wenn es mich interessiert. Und ich möchte das Ganze chronologisch behalten und nicht von irgendwem vorgegeben kriegen, was ich denn jetzt gut finden könnte und das dann oben drüber gestellt haben. Ja. Das ist im Übrigen die Funktion, die ich vor 2 oder 3 Tagen auch mal kurz drin hatte und dann war sie wieder weg. Haben sie vielleicht auch so einen Test ausrollen gemacht. Naja, das reicht jetzt erstmal wieder zu sozialen Netzwerken, oder? Wir bleiben dran. Genau, ich denke mal, werden wir uns alle eh noch ein bisschen reinfuchsen müssen, was jetzt an Änderungen bei Facebook kommt. Und es wird mit Sicherheit immer mal wieder ab und zu ein Thema bleiben. Skype wird bestimmt auch bald eingefügt, denke ich mal. Stimmt, weil bei Google Plus, wo gibt es dieses Hangout? Das war Google Plus. Google Plus, ne? Genau. Und das ist ja irgendwie so eine Neuerung. Da war ja Facebook richtig neidisch drauf. Obwohl, zu wem gehört Skype? Skype ist Microsoft, oder? Ja. Mittlerweile. Naja, Facebook hat die Kooperation mit Microsoft in dem Sinne ja schon. Sie nutzen die Bing Maps und sie nutzen auch in irgendeiner Weise, ich weiß es momentan nicht, weil ich glaube, es gibt es noch nicht für Mac, ich bin mir da aber nicht ganz sicher, haben sie irgendwie auch schon Facebook-Kontakte mit Skype gekoppelt und was weiß ich. Also da wird definitiv mehr kommen. Naja, dann wissen wir ja, was da schon demnächst irgendwann vielleicht mal Thema sein wird.
Dann machen ja, wir doch. Bis dahin können wir ja nochmal unsere Leser, Hörer, meine ich natürlich, aufrufen, zu kommentieren, was sie von den Änderungen halten. Genau. Ja, der Großteil wird ja wahrscheinlich auch bei Facebook sein. Und wenn ihr eh schon bei Facebook seid, könnt ihr natürlich auch Fan von unserer Seite werden. Das wäre ganz, ganz toll. Ein paar haben wir schon, was uns schon sehr gefreut hat. Aber jetzt genug mit Facebook. Reicht, oder? Gehen wir mal zu YouTube. Da hat Markus was aufgetrieben. Ja, genau. Ich wollte eigentlich mal über zwei YouTube-Channels sprechen. Mittlerweile ist das ja so, dass so im deutschsprachigen Raum, habe ich zumindest den Eindruck, eher so über Podcasts gesprochen wird und weniger über YouTube-Channels, weil da auch ziemlich viel Trash dabei ist. Heute werde ich auch einen Trash-Channel vorstellen. Aber erstmal, beide Channels, die ich heute vorstellen möchte, sind englischsprachig. Und der erste ist wohl einer, also mit der bekannteste überhaupt, Shade Hearts. Er ist also so eine Familie, die haben vier Kinder. Und der Mann, Shay Carl wird er da genannt, hat irgendwann mal angefangen, weil er abnehmen wollte oder weil er Geburtstag hatte, also einen Blog zu erstellen, Videoblog, sagt man ja auch. Und die haben halt vier Kinder und haben die dann halt privatsphärentechnisch so ein bisschen umbenannt, also nicht die richtigen Namen im Video, sondern Sun-Tart, Princess-Tart, Baby-Tart, Rock-Tart. Und die verfilmen da halt schon so fast ihr ganzes Leben. Und da bekommt man auch so, ja, also im Gegensatz zu den TV-Formaten, was dann Reality-TV genannt wird, also habe ich zumindest den Eindruck, dass da wirklich so echte Momente eingefangen werden. Also zum Beispiel die Tochter Princess Tart, irgendwann realisiert die mal so auf dem Video, dass sie irgendwann mal sterben wird. So. Und dies war schon ziemlich interessant, das so zu sehen. Was haltet ihr denn so davon, dass man so das ganze Leben verfilmt oder auch so viel auf Video für alle Personen öffentlich? Also ich finde es unfair den Kindern gegenüber, weil die wissen ja noch gar nicht, dass sie so eine Öffentlichkeit genießen oder ertragen. Ja. Die werden gefilmt, ohne zu fragen, und Papa, Mama machen das, und vielleicht, wenn sie 18 sind, fällt ihnen das alles auf die Füße. Deswegen, also ich würde es persönlich mit meinen Kindern nicht machen. Ja, ist auch das, was ich angemerkt hätte. Das ist genauso wie mit irgendwelchen Kinderfotos oder so auf Blogs. Da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Oder wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Das Internet vergisst nicht. Ja. Und wenn man dann irgendwann erwachsen ist und dann googelt man seinen Namen und dann kommt er drauf. Oh Gott, also nee, also ich würde es nicht schön finden, wenn oder wenn er machen würde. Wenn er dich bewirbst und dein Chef googelt dich und oder findet dann die ganzen Videos und kann dann vorher schon analysieren, wie du bist, und nee, das muss nicht sein. Ich meine, im Prinzip, als wir klein waren, war das ja nicht anders. Nur da wurde das halt dann von irgendeinem Familienmitglied ab und zu mal mit so einer normalen Kamera aufgenommen. Und dann kann man ja später immer noch entscheiden, wenn man älter ist, ob man sowas mal als Spaß ins Internet setzen will, von sich als Kind. Und der Unterschied dazu ist ja jetzt, dass das direkt ohne halt diese Überlegung oder dass das Kind selbst entscheiden kann, es ja praktisch direkt ins Netz kommt. Und das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Also das hat auch mittlerweile dann solche Ausmaße angenommen. Ich glaube, so ein Video kriegt mittlerweile mindestens 250.000 Views, dass die Realnamen von den Kindern und auch von den Eltern mittlerweile bekannt sind. Und ja, ist schon relativ kritisch zu sehen, finde ich auch. Zum Beispiel letztens, ich gucke das halt relativ regelmäßig, jeden Tag stellen die ein Video fast ins Internet. Und da kam dann der Sohn an, ich glaube, der ist irgendwie 7, 8 Jahre oder so, und hat gesagt, ja, ich bin jetzt im neuen Karatekurs und die Lehrerin kannte mich schon so. Und das finde ich schon relativ heftig. Ich habe letztens auch in einem anderen Podcast, ich kann jetzt gar keine Werbung machen, ich weiß gar nicht mehr, was es für einer war, aber auch so gehört, gerüchteweise draußen, außerhalb des Dschungels. Oh mein Gott. Auf jeden Fall hatten die da auch erzählt, dass es zumindest in den USA einige Leute gibt, die sich mittlerweile über ihre YouTube-Channels finanzieren können. Also die praktisch davon leben. Nicht total viele, aber es gibt einige. Das habe ich auch schon mal gehört. Da hat sich ein Typ immer selber gedreht und hat dann immer so Jackass
Szenen gedreht und die waren völlig. Also es gibt es auf. Die gibt's auf jeden Fall. Also auch in Deutschland mittlerweile. Will er jetzt ungern Werbung machen, aber eigentlich werden den vielleicht schon viele kennen, Herr Tutorial oder so. Der wird auch schon ziemlich viel Geld dadurch verdienen. Und in den Staaten ist das halt, ja, es gibt, ich weiß jetzt auch gar nicht gerade, wie der Channel heißt. Ich glaube, Ray William Johnson. Der ist so mit der bekannteste, der dann irgendwie jede Woche oder so ein Video von den lustigsten anderen YouTube-Videos online stellt. Und die machen das mittlerweile echt hauptberuflich. Ich meine, ich habe vorhin nur mal so eine Folge überflogen. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen schlecht vorbereitet heute. Habe das erst vorhin gemacht. Das hat ja auch so ein bisschen was von so einer eigenen Reality-Soap. Halt nur, dass du selbst auch die Regie hast und selbst entscheiden kannst, was du reintun willst. Aber ja. Ich hatte da auch so ein bisschen das Gefühl, die haben da auch völlig den Bezug teilweise verloren von so Dingen, wo ich mir denke, man muss ja nicht alles reinstellen. Ja, also, das stimmt auf jeden Fall. Also ich hatte, glaube ich, in unseren internen Notizen auch so ein Video verlinkt, dass da die Geburt, also nicht in jedem Detail, aber schon der Prozess, wie sie ins Krankenhaus gehen und wie dann das jüngste Kind geboren wird. Die machen ja den Videoblog jetzt schon irgendwie seit 1, 2, 3 Jahren. Und ja, wie dann so die Geburt dokumentiert wird. Und das ist natürlich schon relativ extrem so. Auf der anderen Seite, finanziell werden die da wahrscheinlich schon relativ gut dastehen. Zum Beispiel eine Tochter von denen ist irgendwie gebucht worden, um auf dem neuesten James Blunt Album zu stehen. Das ist natürlich schon eine Aufmerksamkeit, die man vielleicht sonst natürlich nicht erreicht hätte ohne diesen bekannten YouTube-Channel. So, mal zum nächsten. Ja, was hast du noch? Also ich habe noch Angry Grandpa, das ist also totaler Trash, aber irgendwie bin ich da drauf gekommen. Und das ist halt ein Video, was so angefangen hat, dass so ein Großvater seinen Enkeln erzählt hat oder rumgeschrien hat, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Und die natürlich dementsprechend traurig waren, auch geweint haben und so. Und der Sohn dieses Großvaters hat dann angefangen, diese Videos regelmäßig ins Netz zu setzen und anscheinend hat er irgendwie so ein Aggressionsproblem. Also der schreit einfach nur die ganze Zeit rum, tritt auf irgendwelche Gegenstände ein und das, also wenn irgendwas daran interessant ist, ist eigentlich so, diese Lebensverhältnisse von denen zu sehen. Wenn man es jetzt böse sagen würde, könnte man sagen, die leben in so Verhältnissen, wo andere diese Personen als White Trash bezeichnen würden, also so als weiße Unterschicht. Das war auch das Erste, was mir so eingefallen ist, als ich da 1, 2 Videos gesehen habe vorhin. War ja auch direkt so, ja, White Trash, was man sich halt so ein bisschen drunter vorstellt. Ja, genau. Und ja, das Interessante sind eigentlich so irgendwie die Verhältnisse. Die leben halt in extrem, ja, in teilweise schon extremen Verhältnissen, wie das da auch in der Wohnung aussieht und so weiter. Und dass dieser Sohn, soweit ich weiß, also ich kann das natürlich nicht beurteilen und inwieweit da auch eventuell gestellt wird, aber sieht teilweise schon relativ real aus, so momentan als einzigen Job hat, diese Videos da aufzunehmen. Und ja, sein Vater wird halt immer extrem schnell sehr, sehr sauer und greift dann vielleicht auch mal zum Hammer und zerstört das Badezimmer oder den Fernseher vom Sohn. Und wird halt alles von dem Sohn auch so ein bisschen lustig dargestellt und er versucht ihn auch immer zu verarschen. Und mittlerweile hat irgendwie dieser Großvater auch irgendwie Hausverbot bei Walmart. Die Gründe weiß ich jetzt nicht genau. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass der irgendwie mal ein Marmeladenglas gegen die Wand geschmissen hat und die Leute da angeschrien hat. Wer hat das noch nicht gemacht? Genau. Ja. Ich hatte allerdings, als ich die Folgen oder mir ein paar Folgen davon jetzt angeguckt habe, sehr stark den Eindruck, dass das zum großen Teil gestellt war. Es mag vielleicht wirklich mal damit angefangen haben, dass er eben ein reales Erlebnis gefilmt hat. Allerdings dadurch, dass sich das halt relativ viele Leute angucken und der Kanal sehr viele Abonnenten hat, gehe ich persönlich davon aus, dass sie das zu großen Teilen gestellt haben, um eben weiter die Zuschauer zu unterhalten, um die bei Stange zu halten und somit auch die Partnereinnahmen weiterzukriegen. Ja, also es wird wahrscheinlich so ein Mix sein. Ich kann das auch nicht richtig beurteilen. Aber dadurch, dass die halt sehen, dass die Partnereinnahmen reinkommen, werden die wahrscheinlich auch absichtlich irgendwelche Situationen provozieren, oder? Ja.
Also das Erste, woran ich denken musste, als ich das gesehen habe, beziehungsweise deine Beschreibung von dem Channel, war der Twitter-Stream von Shit My Dad Says oder so ähnlich wie der heißt, wo auch ja. ein Sohn praktisch Tweets verfasst, was sein Vater so ablässt, wo er auch über alles Mögliche schimpft oder sowas. Und das ist ja dann auch so erfolgreich geworden. Ich glaube, der hat ein Buch gemacht und daraufhin wurde dann auch eine Serie gedreht, die man natürlich dann angepasst hat. Dann hieß es nur noch Bleep My Dad Says mit Captain Kirk in der Hauptrolle, also William Shatner als Vater. Ist aber nach einer Staffel schon wieder abgesetzt worden. Aber da muss ich halt auch so dran denken. Das hat sich ja auch so entwickelt von einfach nur im Twitter-Stream dann bis zu einer Fernsehserie. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen einfach nur den Vater dann die ganze Zeit filmen, was er so ablässt. Ja, ich glaube, das Bedürfnis von vielen Leuten ist auch so irgendwie so ein Stück weit Echtheit reinzubringen, so. Also, dass sie halt vieles im Fernsehen sehen können und die ganzen Reality-Formate, die ja aufgestellt sind. Und wenn dann jemand vielleicht einen neuen YouTube-Channel anfängt und das irgendwie in einer gewissen Weise, ja, unterhaltsam ist, dass man dann zumindest für den Anfang davon ausgehen kann, dass es irgendwie real ist, so. Und das macht, glaube ich, diesen Reiz auch aus. Guckt ihr anderen denn so regelmäßig so YouTube-Channels? Weil ich habe bei mir festgestellt, ich habe ein paar abonniert. Aber irgendwie verpasse ich da, auf YouTube vorbeizugucken und die neuesten Folgen zu sehen. Irgendwie kriege ich das nicht so auf die Reihe. Ich hatte mal einen, der hat immer, der hat am Klavier gesessen und hat dann immer Leute bei Chatroulette besungen. Den hatte ich mal abonniert, aber ansonsten eigentlich nichts. Also ich schaue hauptsächlich in Knowing Orange. Ach, das ist die Orange im Kühlschrank, die sich mit dem anderen Gemüse und Obst da anlegt, ne? Ja, nicht im Kühlschrank, sondern auf dem Tisch irgendwie und dann ist da immer irgendein anderes Obst und die haben halt so Gesichter irgendwie rein animiert und diese Orange nervt halt eben alle anderen Früchte und Gemüsesorten da, die da ankommen und sein Freund dann die Birne da, die immer total angepisst ist und genervt von ihm. Ist sehr schön. Also ich finde es sehr, sehr lustig. Das habe ich übrigens schon mal gesehen. Übrigens auch bei dem, was ich vorher da vorgestellt habe, bei Shay Tarts, der war da auch schon mal irgendein Gemüse oder so. Und da habe ich so die Produktion gesehen, da kriegen die irgendwie das ganze Gesicht blau gemalt, so Bluescreen-mäßig. Und dann wird das nachher digital irgendwie zusammengesetzt. War ganz lustig, das so zu sehen, wie so ein Video entsteht. Ich habe bei mir hauptsächlich den wahrscheinlich einigen bekannten Channel von Rute, also dem Comiczeichner, abonniert. Ja. Ansonsten Mr. Tutorial und noch einige kleinere deutsche Channel. Ja, ich meine, es Spritti, dass du einige verpasst, da gibt es halt noch so eine Einstellung, das könnte dann auch schnell nervig werden, dass man über jedes neue Video per E-Mail benachrichtigt wird. Du kriegst die E-Mail ja nicht bei jedem Video, sondern irgendwie, du kriegst einmal in der Woche oder so eine Zusammenfassung. Zumindest kenne ich die Option so. Ja, es gibt aber auch eine Option für jedes Video. Also das kann man dann irgendwie in Abo-Einstellungen machen und generell irgendwie noch so eine Zusammenfassung, ja. Aber so als Feed funktioniert das nicht, ne? Das fände ich ja schön praktisch, wenn ich das einfach in meinem Newsreader dann immer sehen würde, wenn ein neues Video da ist. Theoretisch schon, glaube ich. Leider nein. Es ist ein Feed hinter verlinkt. Allerdings dieser Feed braucht eine spezielle Authentifizierung, die Newsfeeder alle nicht können. Ich habe es mir neulich mal angeguckt, weil genau das fehlte mir halt auch. Ich lese meine ganzen Blogs etc. alles mit einem Newsreader. Ja. Aber geht leider nicht. Das fände ich sehr praktisch. YouTube hört hoffentlich zu und baut es ein. Genau. Ich meine, Facebook hat uns ja auch schon zugehört. Warum nicht YouTube? Ich glaube, da gibt es sogar eine API irgendwie unter gdata.youtube.com. Also irgendjemand, der sich so ein bisschen mit Programmieren auskennt, der müsste das dann eigentlich hinkriegen. Ich kann ja mal schauen. Juhu. Wo ich auch noch dran denken musste, bei diesem Angry Grandpa, da ist doch letztens auch so ein Video rumgegangen aus Brasilien, glaube ich, Brasilien oder Argentinien. Ah ja, das habe ich gesehen. Wo irgend so eine ganz erfolgreiche Mannschaft auf einmal abgestiegen ist, irgendwie das letzte Spiel verloren hat oder so weiter. Und dann haben sie auch ihren Großvater oder so gefilmt, wie er vorm Fernseher sitzt und wirklich 5-6 Minuten lang
alles zusammenschimpft. Ja, das war super. Total austickt. Dann mit Untertiteln natürlich unterlegt, aber dann schimpft er alle zusammen und auf sehr, sehr, naja, wenn wir das hier alles sagen müssen, dann müssen wir uns auf explicit setzen lassen bei iTunes. Und können wir ja auch noch verlinken später dann im Blogbeitrag. Auf jeden Fall, das war auch sehr lustig. Vielleicht haben ja unsere Hörer auch noch ein paar coole Channels, die sie uns empfehlen können. Ja. Nur her damit. Machen wir mal mit dem nächsten Thema weiter, oder? Dann reicht jetzt mit YouTube. Ja, finde ich auch. Und zwar geht es da um Handy-Apps und Datenschutz. Genau. Das Thema habe ich mir ausgesucht, weil es ja in letzter Zeit immer wieder in Medien ein paar Sachen gab, wo zum Beispiel es gab eine App von EA, ein Spiel namens Tetris, was ja hoffentlich jeder kennt. Und diese App hatte die Funktion, dass man dafür oder damit ferngesteuert auf dem Telefon oder Smartphone Anrufe starten kann. Und das fand ich schon ziemlich heftig. Und ich wollte einfach mal in die Runde fragen, was ihr schon so in dem Bereich gehört habt und ob ihr irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht habt. Ja, also ich kann vielleicht so ein bisschen was dazu sagen. Ich habe mich früher mal öfter so mit iPhone und iOS beschäftigt und da gab es meiner Meinung nach, oder soweit ich das mitgekriegt habe, mal ein Spiel, was Aurora Find heißt. Und da gab es halt so ein Problem, beziehungsweise wenn man sich dafür ein Community-Feature eingeloggt hat, wurden die ganzen Adressdaten ohne Nachfrage unverschlüsselt zum Server von denen geschickt. Und das bedeutet also, jeder, der da Zugriff auf das Netzwerk hatte, hätte theoretisch schon mal die Möglichkeit gehabt, das ganze Adressbuch Zugriff darauf zu haben. Und sie und dieser Spieleanbieter hatte natürlich Zugriff auf das ganze Adressbuch. Und das finde ich schon ein bisschen heftig, ehrlich gesagt. Ja, schon. Ist ja auch jetzt mit Skype die Sicherheitslücke. Ist ja auch erst eine aktuelle News, dass man über, also wenn man die Skype-App auf dem Telefon installiert hat, dann kann man über diese App, also wer sich ein bisschen auskennt, kann auch die Adressen und Kontaktlisten vom Handy runterholen. Und das fand ich auch schon ziemlich heftig. Ja, auf jeden Fall. Seid ihr denn welche, die sich diese ganzen AGBs durchlesen, die man zustimmen muss, wenn man sich eine Handy-App installiert oder runterlädt? Nee, auf keinen Fall. Ja. Ja. Haben mir die alle ausgedruckt und hier im Keller in Ordnern abgelegt. Auch von jeder Freeware auf dem Rechner. Ich meine, das ist doch auch völliger Quatsch. Ich meine, ich glaube, das hat nie im Leben irgendjemand durchgelesen. Obwohl, es gibt Anwälte. Nee, ein Video oder Link, wo irgendein bekannter Schauspieler die AGB, ich glaube von iTunes, komplett vorliest. Also irgend so ein bekannter Schauspieler mit einer guten Stimme und der hat das komplett runtergerattert, also erzählt. So wie so ein Buch erzählt, was natürlich ganz amüsant ist. Aber das ist doch mit Absicht irgendwie so ausgelegt, dass da keiner den Durchblick hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist halt die Frage, was in welche Richtung sich das noch entwickelt und ob man sich dann vielleicht in Zukunft überhaupt keine Apps mehr installieren kann, ohne dass man irgendwie Angst haben muss, dass das eigene Telefon eine Datenschleuder ist oder. Ja, also ich hatte zum Beispiel, in der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen besprochen, ja, dass zum Beispiel iPhone oder iOS in gewisser Hinsicht auch einfacher ist. Bei iOS ist es aber im Moment so, dass jede App theoretisch das Adressbuch schicken könnte, ohne Nachfrage. Und echt? Das, ja, also soweit ich weiß. Und das ist schon relativ extrem. Auf der anderen Seite bei Android, da bekommt man dann bei der Installation der App, glaube ich, die ganzen Sachen angezeigt, die man freigeben soll. Und ich bezweifle mittlerweile eigentlich schon, dass sich das jeder genau durchliest. Also zumindest die Leute, die ein bisschen unbedacht an die Sache rangehen und viele Apps vielleicht auch ausprobieren. Und wenn dann da steht halt Zugriff auf SMS und Telefon oder so, ich weiß nicht, wie das da genau heißt,
ja, dann hat das schon relativ große Auswirkungen auch bei Android, ne? Das Problem ist halt, bei iOS hast du nicht wirklich diese Freigabeeinstellungen, also du erfährst nicht wirklich, was es braucht. Dafür hast du als Sicherheitsinstanz Apple davor, womit natürlich größere Sicherheitslücken einfacher zu nutzen werden, weil sobald Apple die Sicherheitslücke vorerst noch nicht bemerkt hat und die Apps installiert werden, können sie natürlich die Sicherheitslücke ausnutzen. Während bei Android bemerkt man es hin und wieder dann doch schon, dass einige Apps, zum Beispiel einfach ein kleines Spiel, wo du, keine Ahnung, irgendwie einen Käfer durch die Gegend steuerst oder was weiß ich auch immer, dann plötzlich deinen Telefonstatus wissen will. Gut, der Telefonstatus ist eventuell noch zu erklären, weil es halt Anrufe nicht unterbrechen will. Aber wenn es dann Anrufe starten will, SMS senden und was weiß ich nicht alles, dann sollte jeder eigentlich stutzig werden, was will diese App damit? Oder auch zum Beispiel die Kontakte auslesen, ist eine separate Anfrage. Wenn mir ein Spiel die Erlaubnis abverlangt, dass es auf meine Kontakte zugreifen will, sollte ich mit gesundem Menschenverstand schon merken, dass das wohl eher nichts war. Und das ist halt das Problem, dass viele Leute diesen Dialog einfach stumpf weiterklicken und gar nicht drauf achten. Ich habe das nur oft, wenn ich irgendwas installiere, dass meine Position erfragt wird, wo ich mich gerade befinde. Und dann frage ich mich zum Beispiel bei Spielen, warum das Spiel das wissen muss, wo ich gerade bin. Und wahrscheinlich auch für so ein Community-Feature oder so. Finde Spieler in deiner Nähe. Weil das ist vielleicht auch eine Ausrede, um gezielt Werbung schalten zu können. Ja, denke ich auch. Ja, und ich glaube generell auch bei dem Betriebssystem, ich glaube, irgendwann vor kurzer Zeit war auch mal das irgendwie Android Version 2.3, dass man da theoretisch die Möglichkeit hätte, wenn man sich im unverschlüsselten Netzwerk befindet, irgendwie Daten auf dem Handy zu modifizieren. Und da finde ich irgendwie, ja, es ist halt immer noch so ein Sicherheitsaspekt, den man beachten sollte, ne? Naja gut, aber das Problem mit unverschlüsselten Netzwerken hast du nicht nur mit Android-Geräten, sondern auch mit iOS-Geräten, mit deinem Laptop, egal welches System draufläuft, weil jedes Datenpaket, was unverschlüsselt übertragen wird, kann ich halt in diesem Netzwerk einfach mitloggen und kann es mir durchlesen. Insofern, da muss der Entwickler, das ist vom User einfach nicht mehr zu kontrollieren, weil es geht nicht, aber da müssen die Entwickler darauf achten, dass sie zum Beispiel bei Facebook nur die HTTPS-APIs nehmen, also die verschlüsselten APIs, damit eben die Pakete verschlüsselt übertragen werden und nicht mitgelesen werden können. Ja, die Facebook-App war bei mir auch so ein Thema, weil die habe ich auch vor kurzem erst runtergeschmissen, weil ich irgendwo gelesen habe, dass Facebook Zugriff auf SMS hat. Und da frage ich mich echt, was soll das? Warum wollen die meine SMS lesen? Ich verstehe es irgendwie nicht. Habe ich jetzt noch nicht gehört. Bei iPhone oder Android? Das Android. Ja. Aber das fand ich halt echt krass. Und ich meine, ich habe ein iPhone, aber ich habe es daraufhin trotzdem deinstalliert, um einfach nicht mal irgendwie so eine Neuigkeit zu verpassen und dann, keine Ahnung, dass ich dann ausgespitzelt werde. Ich habe eh nichts Interessantes, aber allein die Tatsache macht mich irgendwie ziemlich unsicher. Also generell muss man vielleicht also immer ein Auge drauf haben, was dabei ist, aber ich finde, ich bin da jetzt vielleicht nicht ganz so sensibel mit den Daten. Wichtig ist vielleicht auch drauf zu gucken, eben wer der Entwickler ist. Wenn das so zum Beispiel wie bei diesem Tetris, was du eingangs erwähnt hattest, das ist ja Electronic Arts, das ist ja nicht irgendeine Firma, die, was weiß ich, nur so irgendwelche Independence-Sachen macht. Das ist ein großer Softwareentwickler, der kann sich eigentlich kaum erlauben, irgendwelche dubiosen Sachen da abzuziehen. Facebook eigentlich genauso wenig. Skype auch nicht. Also ich glaube eigentlich, wenn da irgendwelche Lücken drin sind, dann sind die auf jeden Fall nicht gewollt. Also zum Beispiel bei Skype, das glaube ich, das ist natürlich nicht gewollt gewesen, dass andere Leute das irgendwie auslesen können. Während jetzt bei Facebook zum Beispiel mit den SMS, ja, die werden es wahrscheinlich auch nur für ihre Werbung nutzen. Und dann ist mir das im Prinzip eigentlich egal, ob der Zuckerberg weiß, was ich für SMS bekomme.
Ich denke eher, dass die irgendwie so Wortfilter drin haben und dann damit irgendwie werben, oh, keine Ahnung. Ja. Na, ich habe gerade mal speziell jetzt für die Facebook-App für Android reingeguckt. Sie fordert wirklich an Berechtigungen an, dass sie SMS senden darf, was natürlich für mich keinen Hintergrund hat. Den genauen GPS-Standort, gut, natürlich für Check-ins, für Locations. Dann darf sie SMS oder MMS bearbeiten. Also das heißt, die SMS, die du gekriegt hast, darf sie modifizieren. Sie darf deine SMS lesen und sie darf SMS empfangen. Für mich alles drei Widerpunkte, die absolut keinen Hintergrund haben. Ja. Das Messaging, gut, Facebook baut das Messaging aus. Es soll meines Wissens nach auch SMS-Feature kommen. Das läuft allerdings alles über den Tab Messaging in der App selber. So, und wenn man dann einfach mal weiterguckt, es kann den Telefonstatus lesen, es kann den Inhalt der SD-Karte ändern, es kann deine Kontaktdaten auslesen, etc. Ja. Ist die Frage, muss das wirklich sein? Ja, finde ich nicht. Also da finde ich den iPhone-Ansatz schon irgendwie besser, dass da meines Wissens zumindest überhaupt nicht möglich ist, die SMS auszulesen oder zu bearbeiten oder Anrufe zu starten ohne Interaktion. Die SMS auslesen geht, soweit ich weiß, auf dem iPhone. Ach so, okay. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, es geht. Du kannst sie ja längst nicht bearbeiten. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht sind diese Einstellungen oder diese Anforderungen von denen ja auch so gewählt, da sie ja eh davon ausgehen, vielleicht, dass die wenigsten sich darum wirklich ernsthaft Gedanken machen, dass sie es einfach zur Sicherheit sagen, okay, wir machen das, bevor man irgendwie uns irgendwie vorwerfen kann, ja, das haben wir gar nicht eingefordert und nutzen das jetzt irgendwie trotzdem oder sonst irgendwie was. Dass wir haben diese Berechtigung und dann kann man uns nichts mehr. Also so könnte ich mir das vielleicht noch erklären. Dem muss ich widersprechen, weil die Berechtigungen werden wirklich vom System verwaltet. Also wenn du die Berechtigung nicht explizit angefragt hast, der User sie freigegeben hat, kannst du auf einem Android-System auf die Ressourcen nicht zugreifen. Und du kannst, es ist auch kein Grund, dass man es später eventuell mal vorhat, weil du kannst mit jeder Version deine Berechtigung ändern. Der User muss dann natürlich der neuen Änderung wieder zustimmen. Das heißt, er muss das Update manuell installieren, kriegt dann die Abfrage, willst du diese Berechtigung wirklich freigeben? Nur da sie die SMS-Berechtigung geholt haben, wollen sie sie garantiert auch irgendwie nutzen. Sonst sehe ich keinen Grund, diese Berechtigungen zu holen. Na gut. Also mein Tipp, den hat mir mein glorreicher Freund gegeben, ist Standard, also so Ausweich-Apps zu installieren, zum Beispiel die Facebook und andere Dinge verwalten. Die sind meistens von kleineren Anbietern und haben nicht so viele Lücken. Und das wäre mein Tipp, wie man das irgendwie umgehen kann. Ist natürlich dann auch immer eine Frage vom Datenschutz und AGBs, die man sich immer durchlesen muss. Und ja. Gut, einerseits kann es natürlich gut was bringen, andererseits da dann auf jeden Fall sehr drauf achten, die Bedingungen die Berechtigungen anzugucken, weil gerade die kleinen Anbieter können dann neben der Kommunikation, die zum Beispiel mit Facebook machen, auch gerne mal Daten abgreifen und anderweitig verwenden. Sie dürfen es zwar eigentlich nicht, aber wer will es im Endeffekt kontrollieren? Jo, vielleicht haben die Hörer ja noch ein paar Tipps für uns, was man beachten kann oder was man gegen Datenschleuder-Apps machen kann, außer nicht installieren. Und das war's mit dem Thema für mich. Dann kommen wir jetzt zu den Sons of Anarchy. Das ist eine TV-Serie aus den USA und die wurde gemacht von Kurt Sutter. Den kennt man wahrscheinlich nicht unbedingt. Der hat nämlich bis jetzt nur für zwei Serien gearbeitet. Das erste war die, die wir letzte Woche vorgestellt haben, The Shield. Da hat Markus ja mittlerweile mit angefangen. Konnten wir dich, also Connor und ich, mit der Empfehlung so ein bisschen infizieren? Ja, also ehrlich gesagt, ich habe mir die ersten zwei Folgen angeguckt und dann war ich noch nicht so allzu begeistert. Ja, und dann kam aber die dritte und vierte und irgendwie war ich schon ziemlich gefesselt. Und leider muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich an so einem Wochenende, wo ich relativ viel Zeit hatte, alle nacheinander durchgerattert habe und mittlerweile schon bei Season 2 irgendwie Folge 3, 4 bin.
Und ich kann es auf jeden Fall auch empfehlen. Vielen Dank für den Tipp. Ja, gern geschehen. Vielleicht ist ja jetzt auch diese Serie was für dich. Ich finde es auf jeden Fall verdammt cool. Ist mal eine meiner absoluten Lieblingsserien mittlerweile. Ich will vielleicht erstmal kurz erzählen, um was es geht. Und zwar spielt die Serie in einer fiktiven Kleinstadt namens Charming in Nordkalifornien. Und die Hauptrolle spielt darin der namensgebende Motorradclub, die Sons of Anarchy. Das ist ein Club, der, ja, wie viele bekannte Motorradclubs, wie auch die Hells Angels und was es da noch alles so gibt, von Veteranen gegründet wurde. In dem Fall sind es Vietnam-Veteranen gewesen. Und der nach und nach so ein bisschen illegale Geschäfte macht. Also die verkaufen Waffen, verticken Waffen und sowas. Und lauter so halblegale oder total illegale Sachen geraten dann natürlich auch mit dem Gesetz aneinander. Und die Hauptrollen spielen da der Clubpräsident. Der wird dargestellt von Ron Perlman. Den kennt man wahrscheinlich als Hellboy. Vermute ich zumindest mal. Dürfte so die bekannteste Rolle in letzter Zeit gewesen sein. Und sein Stiefsohn, Jack Steller, der wird dargestellt von Charlie Hunnam. Den kennt man wahrscheinlich nicht so. Also ich habe ihn nur gekannt durch den Film Hooligans, wo auch Frodo aus Herr der Ringe einen sehr lustigen Hooligan abgibt. Und seine Mutter, die mittlerweile mit dem Clubpräsidenten zusammen ist, das ist Katie Sagal. Die kennt mit Sicherheit jeder von euch. Das ist nämlich Peggy Bundy aus Eine schrecklich nette Familie gewesen. Also früher die Mutter, die Frau von Al Bundy. Und die Stimme von Leela aus Futurama. Ah, hat die auch gemacht. Ja. Also die in der US-Version, oder? Ja, natürlich. Ja. Die ist übrigens auch die Frau vom Produzenten, also von Kurt Sutter. Der auch so eine kleine... Der Arme. Nee, also ich finde, die sieht verhältnismäßig für ihr Alter da gut aus. Also ja, okay, besser, nicht so Peggy Bundy-mäßig. Besser als früher. Und sie spielt da auch ziemlich gut. Also das Ensemble ist überhaupt ziemlich gut besetzt von den Schauspielern her. Obwohl man den Großteil, also die wenigsten kennt, was aber auch mal ganz angenehm ist, weil oft hast du es ja, dass du Leute ständig in Serien siehst und hier schon gar nicht mehr klarkommst, weil sie immer eine andere Rolle haben. Das ist da ganz angenehm, dass da viele neue Leute dabei sind. Da spielt auch unter anderem ein echter Motorradclub mit, der zwar jetzt nicht so ein Verbrechensmotorradclub ist, aber die haben da auch sehr drauf geachtet, das einigermaßen originalgetreu zu machen. Und der Konflikt oder so ein bisschen das Drama an der Serie daran ist, dass der Stiefsohn, also Jack Steller, mittlerweile nicht mehr so damit klarkommt, was der Club macht. Also er hat so ein Problem damit, in was für eine Richtung die sich entwickeln, und hat mittlerweile auch mitbekommen, was sein eigentlicher leiblicher Vater, der verstorben ist, früher damit vorhatte und damals schon gesagt hat, dass der Club sich in die falsche Richtung entwickelt und er will da eigentlich raus, sagt aber halt auch in einer der letzten Folgen, dass er halt nichts anderes gelernt hat, außer Outlaw zu sein. Und das ist so ein bisschen, was sich durch die ganzen Staffeln zieht. 4 Stück gibt's davon mittlerweile, also die 4. läuft gerade. Die ersten beiden kann man als Import, also nur auf Englisch, bei Amazon beziehen. In Deutschland hat sich, was ich überhaupt nicht verstehen kann, noch keinen Sender dafür gefunden, weil die Serie ist wirklich großartig gemacht, also mit viel Liebe zum Detail, mit tollen Aufnahmen, toll, wie sie teilweise Szenen gemacht haben, also so Soundcollagen, wo tolle Musik dahinter gelegt wurden und dann entscheidende Handlungen dazwischen geschnitten werden. Von filmtechnisch her ist das wirklich ganz, ganz toll. Na, vielleicht hört uns ja mal ein deutscher Sender zu. Mit Sicherheit. Natürlich. Ja, also die Serie kann ich wirklich absolut empfehlen. Es gibt da natürlich auch sonst Konflikte. Ich meine, wenn die Waffen laufen, Waffen verkaufen und sowas, bekommen sie natürlich auch Ärger mit ATF, die, glaube ich, in den USA für Waffen und so Zeug da zuständig sind als Behörde. Und mit dem FBI gibt es auch mehr Ärger. Ja, also es ist nicht die total tiefe Handlung, aber es ist unglaublich gut umgesetzt
und hat halt so ein bisschen was von, was auch an The Shield erinnert, ist halt was, was man vorher noch nicht so gesehen hat in der Art, was relativ neu ist. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass dieses Charter oder Chapter, also so die Motorradclubs sind ja immer so nach Gegenden aufgeteilt, was man ja auch auf ihren Jacken dann hinten drauf sieht. Und das ist halt die Stadt, wo es gegründet wurde. Das ist also praktisch die Gründungsabteilung von dem Motorradclub. Und der ist da in dem Ort relativ klein. Also natürlich hängt das mit Sicherheit auch mit dem Geld für die Schauspieler zusammen, aber das sind vielleicht so 10 bis 15 Leute, die da bei dem Motorradclub sind, was natürlich ein bisschen wenig ist. Also wenn es dann mal Action gibt mit anderen Motorradclubs oder so, dann kriegen sie auch Verstärkung von anderswo. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen negativ oder unglaubwürdig aufgefallen ist. Aber ansonsten ist die Serie absolut auch empfehlenswert. Und ich hoffe einfach mal, dass die irgendwann auch den Weg hier nach Deutschland findet, damit die Leute, die so Serien nicht auf Englisch schauen, auch eine Chance haben, das auf Deutsch zu sehen. Und wie viele Bananen würdest du der Serie letztlich geben? 10. Also ich habe ja gesagt, das ist mittlerweile so von allen laufenden oder nicht mehr laufenden Serien meine absolute, naja, nicht, vielleicht kommt ja noch was Besseres, weiß ich nicht, aber momentan wirklich meine Lieblingsserie, weil das ganz, ganz toll gemacht ist. Ja. Okay, also cool. Im Auge behalten. Ja, immer mal nachhören oder schreibt mal Sender an. Liebe Hörer, schreibt die Sender an und sagt, ihr wollt die Serie hier sehen, die sollen mal die Rechte dafür kaufen. Dann kommt Sons of Anarchy vielleicht auch mal nach Deutschland. Ja, dann könnten wir die Rechte ja eigentlich von unserer Flatter-Einnahmen kaufen. Das ist natürlich auch eine großartige Idee. Liebe Hörer, vergesst es wieder, schreibt die Sender nicht an, sondern flattert uns einfach und dann kaufen wir die Rechte und dann gibt's das auf Dschungel-TV. Dschungel-TV, super. Einer hat uns ja schon geflattert und das war der Nico alias Pornopurzel bei Twitter. Ja, der hiermit auch namentlich erwähnt sei, weil er der Erste war. Vielen Dank dafür. Ja, danke schön. Danke. So, dann sind wir durch für heute, ne? Jetzt haben wir die 3 Stunden zusammen, die wir jetzt noch so zusammenschneiden müssen, dass wir auf 1 Stunde kommen. Quatsch. Und dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück in den Dschungel. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal in 1-2 Wochen ungefähr. Ciao. Bis bald. Yay, so. ihr habt keinen neuen Outtake draus gemacht. Juhu. Bitte rausschneiden. Grüß Gott. Ni hao. Salut. Bonjour. Salute. Eine kurze Frage, hört man mich besser als letztes Mal? Nee. Oh. Also ich finde dich besser. Danke, Spritti. Das hätte ich jetzt lieber von Carina gehört. Soll ich euch nochmal einen lustigen Witz erzählen? Ja. Dann sagt der Masochist, wuff. Oh, ich habe nicht zugehört. Wie war das Ende? Wuff. Das ist unglaublich, was da eine Postkarte kostet, beziehungsweise eine Briefmarke kostet, aus Dänemark nach Deutschland, echt. Warum hast du keine Mail geschrieben? Ich wollte jetzt noch irgendwas machen, hab's vergessen. 1, 2, 3, 3. Pumpel, Pumpel. Ja, genau. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Yay. Muss erstmal mein Gerät wiederfinden. Wo könnte das sein? Gerät. Soll ich dich mal anklingeln, damit der Vibrationsalarm losgeht? Pfui. Nerd-Thema. Als wäre ich ein Nerd. Kochen, backen, Klo putzen. Sei still, du machst mich noch ganz geil. Oh je. Carina ist weg und alles schweigt. Keine Ahnung, was da kaputt ist. Ah, mir ist gerade übrigens wieder eingefallen, wie das heißt. Little Britain. Ich hoffe, ihr kennt. Ah. Nee. Nee, nicht lachen. So, da bin ich wieder. Was ist denn los hier? Tote Hose oder was? Die heutige Folge dauerte 1 Litre. Ich habe da übrigens mal einen Vorschlag in den Chat geworfen. Der ist zu sinnvoll. Brotbackautomaten. Connor, nein, ich möchte es nicht hören. Ich kann mir schon denken, was du jetzt sagen willst. Tust eine Ratte rein, kommt ein Brot raus. Laufen 2 Steaks durch den Wald, auf einmal ist das eine weg. Nach einer Weile kommt's wieder. Fragt das andere, wo warst du denn? Sagt's, ich habe mich versteckt. Mann, ey. Ihr müsst auf dem Friedhof Funkgeräte verstecken.
Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich bin wieder da. Du schuldest mir noch Geld. Jetzt haben wir das richtige Niveau für die Aufnahme erreicht. Nee. Das hier wird zum Beispiel auch rausgeschnitten. Oh Mann, ey. Sollen wir? Bla bla bla. Wie nennt man ein helles Mammut? Helmut.